So, wir sind hier auf dem Rumfestival 2016 in Berlin. Ich habe jetzt den Andreas von Tres Hombres rum bei mir und werde ihm jetzt gleich mal ein paar Fragen stellen. Das Erste, was mich interessiert, ist, wie denn die ganze Geschichte so losging. Ja, man kennt es ja mit dem Schiff. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ging die ganze Schiffsgeschichte los denn? Wir verstehen uns ja sogar, gell? Vom Dialekt genau, her, kommt mir vor. Wie das losging? Ja, du musst... Wir hatten nichts anderes mehr zu tun. Ne? Wir haben drei junge Matrosen, haben sich kennengelernt auf einem Dreimaster auf der Ozeanüberquerung im Jahr 2000 war das. Und dort, also wir waren immer zusammen bei den Arbeiten im Rig oben und da hat sich die Idee entwickelt, um den Wind wieder zu gebrauchen für die Frachtschifffahrt. Und wir wollten einfach nichts anderes wie mit einem Segelschiff übers Meer fahren. Ne? Und irgendwann unterwegs kam dann der Rum dazu. Ne? Das ist eben, was wir jetzt machen, ist ja eigentlich rein Fracht verschiffen. Mhm. Und wenn man nicht genug Fracht hat, am Anfang hat uns ja keiner vertraut, keiner wusste, ein Holzboot ohne Motor, die haben wir am Vogel. Aber dann haben wir eben Rum eingekauft mit dem letzten Geld und das hat sich als sehr, sehr schön herausgestellt. Also und jetzt seit 2010 ist das Schiff im Einsatz und wir nehmen jetzt jedes Jahr neue Kollektionen, neue Plans und also Editionen für uns, die speziell für uns gemacht sind, nehmen wir dann mit aus vier verschiedenen Inseln jetzt schon. Und wie kam das genau mit dem Rum zustande? Warum seid ihr auf Rum gestoßen und nicht auf irgendwelche anderen Produkte? Weil ihr viel und gerne in der Karibik unterwegs wart oder war das schon vorher eine Leidenschaft als Matrose? Gehört das einfach zusammen, Rum und Segelschifffahrt oder wie war das genau? Ja, das gehört einfach zusammen. Also früher war es nicht so im positiven Licht. Also das ist natürlich durch die Sklaverei entstanden. Rum war ja ein Sklavengetränk. Früher war billig zu machen, einfach durchs Zuckerrohr und wächst. Aber ich habe immer schon gern Rum getrunken. Ich war früher in der Karibik unterwegs auch. Und es passt einfach. Wir sind jetzt ein Rumrunner, die Tres Hombres. Und es passt einfach super zum Schiff. Der Name auch. Und wir können auch so die verschiedenen Geschmäcker und die verschiedenen Macharten des Rums erforschen. Wir fahren selber hin zur Insel und wir laden alles in Eichenfässern und das ist eben ist eine super Story. Ja. Nicht nur die Geschichte, sondern auch, es gefällt uns, es ist authentisch. Ne? Und du kannst es mit der Hand laden, die Fässer, das ist einfach geil. Und du kannst, der Geschmack verändert sich auch noch im Schiff, ne? Durch die Reise und so. Kannst du das so genau beschreiben, so als letzte Frage, was ändert sich am Geschmack nochmal? Kommt er wirklich auch durch die Meeresluft, kommt da nochmal irgendwas Neues an Aromatik in den Rum rein oder geht es mehr um die Bewegung und den Sauerstoff? Ich würde sagen, es geht da mehr um die Fässer, die Fassware, weil wir nehmen unsere eigenen Fässer mit, wir holen die in Frankreich ab, manchmal auch noch mit Wein gefüllt. Dann füllen wir den Wein in Flaschen ab und am nächsten Tag kommt der Rum rein und da nimmt er eben noch mehr Geschmack mit. Oder wir haben eigene neue Fässer, die eben auch wieder einen anderen Geschmack abgeben. Und durch die Bewegung im Schiff, ist ja dauernd ziemlich in Bewegung, überhaupt am Nordatlantik auf der Rückreise, da geht es ein bisschen härter zu, ein bisschen stürmischer. Und da kriegt er nochmal einen Geschmack. Also niemand hat den gleichen Rum, wie wir haben. Das macht ihn einzigartig. Und manchmal verbessert es auch noch den Geschmack. Ne? Das ist natürlich. Super, vielen Dank, Andreas. Wir freuen uns auf den Rum, auf die neuen Abfüllungen. Was?